Einmal, das war in den Ferien und ist noch gar nicht so lange her, da wohnte ich in einer Pension bei Luzern und sah auf den grauen See. Es war ein trübes Wetter und ich dachte, das Pferderennen da unten wird auch nicht sehr lustig ausfallen. Vielleicht war es gar kein Pferderennen, es kann auch ein Wettspringen gewesen sein. Ich weiß nicht viel von diesen Dingen. Wenn man mich reiten gesehen hat, dann versteht man, was das ist, Pazifismus. Wo beim Pferd der Kopf ist, da ist vorn. Mehr weiß ich nicht. Und so werde ich nie einen jener hochfeinen Gesellschaftsromane schreiben, bei denen der kleine Angestellte vergessen soll und vergisst, wohin er gehört. Klassenkampf? Hängt doch den Leuten einen geliehenen Frack auf die Hintertreppe, dann werden sie den Klassenkampf schon vergessen. Ja, also Luzern. Da saß ich und sah, wie sich der kleine Saal allmählich mit den Gästen füllte, die hier ihr Abendbrot essen wollten. Da war Frau Otto aus Magdeburg. Die sah aus wie die protestantische Moral. Die Moral hatte eine Tochter. Wenn man sich schon von der Mutter schwer vorstellen konnte, wie sie zu einer Tochter gekommen war, so konnte man sich von der Tochter gar nichts vorstellen. Und man wollte das auch nicht. Dann war da der Direktor Zürkli aus irgendeinem Schweizer Ort, der der Aussprache nach im Kehlkopf liegen musste. Dann eine fromme Dame aus Genf, die so fein war, dass sie kaum mit sich selbst verkehrte. Dann ein alter österreichischer Adeliger, der aussah wie Kaiser Franz Josef und das Personal ebenso unfreundlich behandelte, wie jener es wahrscheinlich getan hat. Da kam Frau Steiner. Frau Steiner war aus Frankfurt am Main. Nicht mehr so furchtbar jung, ganz allein und schwarzhaarig. Sie trug Abend für Abend ein anderes Kleid, saß still an ihrem Tisch und las fein gebildete Bücher. Ich will sie ganz kurz beschreiben. Sie gehörte zum Publikum Stefan Zweigs. Alles gesagt? Alles gesagt. Und da kam nun Frau Steiner und ich erkannte sie gar nicht wieder. Ihre vornehmen Frankfurter Augen blitzten, eine leise Röte, die nicht von Corty stammte, lag auf ihren Wangen und ihr Hut. Der Hut saß um eine Spur, um eine winzige Nuance, um ein Milligramm zu schief. Er saß da oben so, hoppla, wir sind noch gar nicht so alt. Wenn wir auch eine erwachsene Tochter haben, das Leben ist doch goldisch. Was war da geschehen? Frau Steiner war auf dem Pferderennen gewesen. Sie sagte das zu ihrer Nachbarin, der Frau Otto aus Magdeburg. Und sie erzählte, wie reizend es dort gewesen sei und wie hübsch die Pferdchen gesprungen seien und wie nett die Gesellschaft. Aber das dachte sie nicht, während sie erzählte. Ihr Hut sagte, was sie dachte. Der schiefe Hut sagte, wir haben junge Männer gesehen. Sie haben so stramm zu Pferde gesessen, die Schenkel an den Sattel gepresst, stramm und locker zugleich. Wir haben uns jung gefühlt, oh, so jung. Das ist doch erlaubt. Wir haben uns gedacht, jeden von diesen jungen Männern könnten wir glücklich machen, wenn es darauf ankäme. Es ist aber nicht darauf angekommen. Wir haben uns wunderbar unterhalten. Im Hellen mit den Leuten auf der Tribüne und im Dunkeln mit den Reitern. Die schönen Pferde, haben wir gesagt. Gedacht haben wir nichts. Aber gefühlt haben wir. Es war wie Sekt. Das sprach der Hut.
Die Frau hatte sich keineswegs lächerlich gemacht. Es war eben nur die winzige Kleinigkeit, um die der Hut zu schief saß. Denn ein junger Mensch darf sich unbesorgt verliebt geben. Ein alter Mensch aber muss sehr vorsichtig damit sein, für den Fall, dass es einer sieht. So sind auch unsere Mamas manchmal nach Hause gekommen, von einem Ball oder einem Tee, mit glänzenden Augen. Und wir haben uns gewundert, wie verändert sie waren und was sie wohl hätten. Es war Licht, das in einen Tunnel gefallen war. Geblendet schloss die Getroffene die Augen und dachte einen Augenblick an ein Leben, das sie zu führen wohl legitimiert sei und das sie nie geführt hatte.